Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Forest Fucking Friday an diesem wunderschönen Freitag mit dem guten Patrick. Wo ist er? Hier ist er. Da. Hier. Hör auf! Soll das immer, weißt du? Also, wir haben gerade noch mal ganz kurz wir mussten uns noch mal kurz sammeln, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind einfach aufgewacht hier in dieser dunklen Höhle und wir hatten ja in der letzten Folge einen Hardcore-Kampf, möchte ich sagen, den Patrick eigentlich für sich entschieden hat, weil Patrick hat schon krass gekämpft, ne? Das muss man dir echt mal lassen, ne? Von dem Besten gelernt, möchte ich sagen. Ja. Was machst du da? Kann ich gut machen. Achso, und wir haben ein neues Outfit gefunden. Patrick, zeig mal ganz kurz hier den warte, coolen Catwalk. Hoodie. Catwalk? Warte, ich mache irgendwie Musik. Dun, ja. Dun, 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 dun. Das behindert aus, Alter. So, und ja, jetzt wollen wir weiter natürlich hier die Höhle erkunden. Und ich habe irgendwie... Mein Gott, ganz auf, aggressiv durchzurasen. Wir wissen nämlich nicht, wie es weitergeht. Und wir wissen auch nicht, was noch auf uns zukommt hier in dieser Höhle. Sind wir von hier das gekommen? Ist, ich weiß gar nicht, von wo wir gekommen sind. Ja, ich auch so. Nicht. Also hier sind auf jeden Fall Kisten. Kann man sich hier nochmal bücken? Da möchte ich, bei Kisten möchte ich immer ja sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir von hier gekommen sind. Wir gehen jetzt einfach mal. Aber ich glaube, wenn wir von hier gekommen wären, dann wären die Kisten schon kaputt, oder? Ja, weiß ich nicht, ob sich das wieder erneuert. Hallo, Nabend! Hallo, guten Tag. Ah, hier sind Koffer. Ich höre sie schon wieder. Oh, ich möchte nicht mehr. Die sind mir einfach eine Spur zu aggro. Das ist auch wahnsinnig laut hier, muss man auch mal sagen. Laut! Da oben. Hier geht's weiter. Ich weiß, da war hinten auch noch so ein Dingens, da konnte man auch noch tauchen. Ich weiß nicht, ob wir da tauchen. Aber wir hatten auf jeden Fall einen Tauchanzug an, also sind wir schon mal geschwommen. Nee, wir wollten. Oh Gott. Stehst du da oben so rum, Junge? Ey, warum macht er immer so den Action-Man? Hinter dir, Mine, zwei Stück. Hey, er rollt sich. Nein! Geh zurück, hinter dir sind welche. Hier sind überall welche. Patrick! Oh, ich muss weg. Ich bin gleich tot. Ey, was ist mit ihm? Ich muss runter. Patrick, Patrick, Patrick. Wo bist du? Alter, Hilfe! Hilfe! Ich muss runter. Oh, die sind voll schnell, Alter. Alter, ich muss runter. Ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter. Ich bin runtergegangen. Ich bin völlig angespannt und aufgeregt. Ich bin gleich tot. Nimm Medikament. Ich kann nicht mehr laufen. Komm schnell. Nein! Ja. Nichts drücken, nichts drücken, nichts drücken. Warte, ich kann dich wiederbeleben. Scheiße. Du musst ein Medikament nehmen. Boah, sollen wir erst. Oder sollen wir lieber da tauchen? Also ich bin irgendwie noch nicht für den Kampf bereit, Alter. Komm, wir gehen tauchen. Rückzug. Scheiße. Feinschweine wieder. Das war ein taktischer Rückzug. Manchmal muss man auch sehen, wenn es einfach zu krass ist, weißt du? Dann muss man auch einfach mal sagen, okay. Das nehme ich so hin und tauche jetzt einfach. Ist vielleicht besser für uns. Auf jeden Fall der falsche Weg. Das war auf jeden Fall der falsche Weg. So, warte mal, jetzt muss ich mal eben schauen. Hier war das, genau. Dann zieh mal deine Tauchausrüstung an, nicht vergessen. Dann. Hast du an, ja. Ja. Dann los. Nee, von hier sind wir gekommen. Hier ist doch die Pipi. Hä, nee. Hier sind wir doch nicht gekommen, oder? Doch, ich meine schon. Meinst du echt? Wir müssen die andere Richtung, wir müssen uns durchkämpfen, Mine. Okay. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Wo ist zurück? Wo ist vorne, wo ist hin? Echt? Sind wir von hier gekommen? Ja, ich meine, wir sind von hier gekommen. Dann bin ich hier so aufgetaucht und hab mir gedacht, wow? Nee, da haben wir gesagt, wow, schon eine Stunde. Scheiße, ey. Ja, dann nehme ich mal eben das Geld mit und dann müssen wir wohl doch wieder in die Kamera. Wir müssen uns mal irgendwas nehmen, was auch mal uns mal weiterhilft. Ey, ganz ehrlich, ich nehme jetzt hier erstmal die Axt. Ich nehme jetzt erstmal eine Axt, weil die macht Schaden. Warte mal, was macht denn? Speer macht auch Schaden, aber mit der Axt kann ich blocken. Das Anzünden nicht auch gut? Ja, Anzünden ist auch gut, ja. Und die Keule, Alter, die macht auch übelsten Schaden. Die nehme ich jetzt, glaube ich, mal einfach. Keule habe ich auch noch. Da renn du vor mir eine Keule und ich zünd dir an. Ja, bist du denn so geheilt? Weitestgehend? Ja, cool. Okay. Oh, jetzt bin ich natürlich wieder nass und jetzt ist mir natürlich wieder kalt, Alter. Jetzt haben wir uns auch noch einen Nachteil erbaut, Alter, dass wir da ins Wasser gegangen sind. Einfach loser. Hör auf, da oben rumzuschreien, wenn ich das schon wieder höre. Und jetzt komme ich da hoch und dann versuche ich dir den Arsch, mein Freund. So nicht.
Es langt, Freunde, es langt. An diesem forestigen Freitag. So, hier ist schon mal einer tot. Ha, schon mal ein wie heißt das? Ein Statement gesetzt. Wie kann ich in die Fackel anmachen? Schrei mich nicht an. Hey. Okay, einer ist tot. Ja, gut, Patrick, gut. Lass ihn in Ruhe, da kriegst du direkt. Er brennt! Er brennt, lichterloh! Hey, schlag ihn! Ja, was hält er denn aus? So, Ruhe jetzt! Ruhe im Karton hier! Menschenskinder, so, ihr seid aber auch frech! Rotzefrech, möchte ich sagen. Was hier? Oh, hier ist noch ein geheimer Special Gang. Hör mal. Bestimmt. Von da unten ist er! Da unten, da ist so ein. Ich glaube, das ist so ein großer. Ja! Das ist einer! Oh mein Gott! Warte mal, ich mach mal eine Flare. Warte. Ich mach Molotov-Cocktails, oder? Wie mach ich das nochmal? Achso, warte. Jetzt mach ich erstmal eine Flare runterwerfen, damit du ihn dir genau angucken kannst. Hä? Warum ist das so nicht hell geworden? Ih, und da sind auch ganz viele Babys. Siehst du ihn? Ah, oh, er ist nicht reingelaufen. Er wartet schon auf uns. Scheiße, warte mal. Ich muss auch einen Molotow. Ich brauche auch einen Molotow. Er ist so nah hier dran. Komm da nicht hin. Ja, der sitzt halt extrem blöd, ne? Ja. Aber die Babys. Jetzt komm! Ja, er rennt durch, oder was? Er ist jetzt gegen Feuer, ist er nicht zu erreichen, oder wie? Er ist wirklich hier so richtig knapp eckig. Scheiße, wir dürfen jetzt auch nicht so viel verballern. Er wartet halt einfach schon auf uns, ne? Er ist 200er IQ-Zombie. Er ist heiß. Okay, weißt du, wie wir es machen? Ich spring jetzt rechts am Stein, ich versuch's davon. Nein! Wenn du springst, stirbst du, Alter. Das überlebst du nicht. Ne? Bis da. Ne, glaube ich nicht. Wohin willst du springen? Ich sehe das gar nicht, Alter. Da rechts. Der Stein. Der Vorsprung, ne? Da, jetzt könnten wir ihn treffen. Mach nochmal was. Einen kann ich noch. Einen Versuch habe ich. Schnell, jetzt. Er ist gerade so am Winken. So, Oh, jetzt nimmt er das nicht. Schnell, Patrick. Was macht er denn da? Das ist ja widerlich. So, jetzt, Junge. Alter, bist du doof. Was ist der denn für ein Vogel, Alter? Nee, ey, so richtige Profis am Werk. Nee, also wenn ich das schon sehe, dann wird er da auf jeden Fall nichts. Pass auf, ich gehe jetzt runter und renn direkt los, ja? Wie, wo willst du denn hin? Die ganzen Babys auch. Ja, stimmt, Alter, scheiße. Lass erstmal andere Richtung gehen. Nein! Ich bin runtergefallen! Nein! Ich sterbe! Komm, Mine. Ich bin runtergefallen und ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Patrick, das wird nix! Du 31er! Lebst du noch? Ich bin am Boden! Ja, lebst du noch oder bist du tot? Weiß nicht, eh zum Neustart! Nein, nein, bloß nicht! Also bist du jetzt, bewusstlos, da unten! Ja, Sieger unten, ja. Ja, das ist schlecht, Alter. Ich muss nicht, ja, das wird glaube ich nix, Ich kann dich so nicht retten, Alter. Warte, ich versuch's mal. Jetzt komm schnell! Komm einfach, geh einfach hier wieder hoch! Schnell, Patrick! Patrick! Nimm die Beine in die Hand! Schnell, Junge. Hier hoch! Bist du auf der Leiter? Ja, Mann! Oh. Ey, krass, Alter! Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen und fall dann einfach da runter. Wie du da stehst, so richtig schockiert. Scheiße. Ey, das war aber jetzt Action-Action, ey. Aber wir sind nicht gestorben. Ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit betonen. Lass mal erstmal in die andere Richtung. Da war auf jeden Fall noch ein Weg, wo wir auch noch hoch konnten. Ich möchte einfach nicht da runter. Ich habe Angst. Hast du noch Medizin? Nein. Das ist das nächste Problem. Aber warte mal, ich habe so Kraut. Warte mal.
Aus Kraut kann ich doch irgendwas Tolles machen. Energiemischung? Nee. Kann ich hier was machen? Health Mix. Was denn für Kraut? Ja, so Aloe Vera und sowas alles. Blatt. Zahnrüstung kannst du damit machen. Toll. Gesundheitsmischung. Hey, korrekt. Das hilft ja sogar. Ach toll, jetzt habe ich nicht genug oder was? Das ist ja scheiße. Ne, sonst habe ich nichts mehr, was ich dir bieten könnte. Hilft denn Essen dafür, dagegen oder so? Ne. Es hilft nichts. Hilft alles nichts, ne? Klar. Dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Lass mal hier lang. Wir müssen uns noch neue Waffen machen. Ja, wir müssen uns neue Waffen. Wir müssen neue Waffen machen und wir müssen. Ja. Einfach gucken, dass wir klarkommen. Ich habe 4 Schläge auf den gegeben, Alter, der hat sich noch nicht mal bewegt. Ja, der ist auch richtig krass. Am besten gehst du dem echt mit Feuer. Alter! Was denn? Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich einfach nur erschrocken. Was ist das hier für ein Weg, ey? Da sagst du doch nicht, dass wir Fehlermäuse sind, boah, du 31er. Ey, du musst Q drücken, du hast das ein Walkie-Talkie an. Wie, du musst Q drücken? Ja, du hast gerade Q gedrückt und dann war das Walkie-Talkie an, da hab ich dich doppelt gehört. Ey, wo sind wir hier? Gehst du, kannst du auch nochmal runter? Ih, da unten schwingt auch einer. Ist ja widerlich hier einfach. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, dass ich da runtergefallen bin. Ehrlich, ey. Ich habe mich umgedreht und wollte eigentlich so in die andere Richtung so zurück und dann, ja, dann war es einfach so. Und ich bin hinterhergesprungen, hier Affe. Warum kommt mir hier eine Flasche Alkohol aus dem Zelt entgegengeworfen? Ach, guck mal, hier ein Feuer. Nehm ich doch gleich mit. Da kann ich mich mal einmal kurz wärmen. Am warmen Feuer. Hilft denn Essen dagegen oder so? Nein, da hilft eigentlich gar nichts. Außer Ratio Farm. Ey, gute Preise. Gute Besserung. Nee, aber es ist wirklich so, da hilft gar nichts. Außer so ein richtiges Medikament. Das ist richtig scheiße. Hä, geht's hier nicht weiter? Doch. Aber hier können wir speichern. Lass mal eben hier speichern. Ah, haben wir schon so viel geschafft? Ja, ich hab keine Medizin mehr, keine Monotops mehr. Scheiße. Warte mal, da kann ich auch mal gerade gucken. Entschuldigung. Erstmal ein leckeres Steak essen. Also ja. Wir sind auch erst bei Tag 5. Wir sind immer noch nicht gestorben. Und wir sind immer noch nicht gestorben, das stimmt. Warum heule ich schon wieder so? So, lass mal weiter. Ich brauche dringend Medizin. Hier, ich glaube, wir kommen raus. Oh, sehr geil, wir sind draußen. Ist dunkel draußen, ne? Ja, nee. Aber wir haben es wenigstens rausgeschafft. Lass mal eben hier diese Base hier, lass die Höhle mal eben kennzeichnen. Hier gibt es so einen Sticky-Marker oder sowas. Da muss ich mal gerade in mein schlaues Buch hineinschauen, ob es da irgendwas gibt, was man da anbringen könnte. Hier wahrscheinlich eher weniger. Feuerstelle, Rehfell, Schädel. Nein, nein. Signale. Sturzfalle. Kleines Floß. SOS. Findet ihr. Ist kalt, glaube ich, draußen, ne? Ja. Ach, guck mal, hier habe ich sogar so richtig so eine Statistik. Tage überlebt, 5. Momentaner Zustand, durstig. Ja, ich habe auch krassen Durst. Aber kann man davon aussterben? Ich bin, wie stark bist du? Wo steht das? Hier in dem Buch und dann ist da auf der, also oben in diesen Karteien auf der rechten Seite, neben dem abgehakt Haken, ist so ein Zeichen. Da kannst du das alles nachgucken. Füllegefühl 89%. Ich habe 48. Gesundheit 14, Energie 91, Ausdauer 91, Rüstung 0, Kälteschutz 0, Tarnung 0. Ich auch. Aber hier bei Stärke, was hast du da? 25,1. Oh, ich habe 21. Ja. Und Athletik? 23. Da habe ich 22,8. Oh. Guck mal, wenn sie schon so lange wartet, Alter, dann weiß ich schon, dass sie dafür nicht vorne ist. Gut, finde ich das nicht. Ey, wo ist denn jetzt so ein Sticky-Scheiß-Marker? Aber wenn du auf Inhaltsverzeichnis gehst in dem Buch, links, ja. Da steht Signale. Ich weiß nicht, ist das Signale oder was kann das sein? Nee, das ist so ein. Essen und Wasser. Freies Bauen, Möbel fallen, da. To-Do-Liste, Statistiken.
Das ist so mit so einer kleinen Fahne um. Da! Signalflagge. Ich hab sie. So, warte. Sehr gut. Und diese Fahne kriegt die Farbe Pink. Damit wir wissen, hier ist die Höhle. Schwarz ist wieder tot. Stimmt. Warte. Ich mach mal ein Lagerfeuer, ne? Schwarz. Ja. Oder warte mal, ist hier unten nicht noch eins? Haben wir nicht hier unten schon mal eins hingebaut? Ach, nee, glaub nicht. Nur weil du jetzt schon eins gebaut hast, Alter. Ach, ist das herrlich. Ih, Spinne! Hat mir gerade irgendwas gebissen oder irgendwas Schaden gekriegt? Ich hab die einfach kaputt gemacht. So. Da hau ich mir doch gerade mal. Ich hau mir gerade noch mal hier was auf den Grill. Ich hab hier nämlich noch was Verdorbenes. Das würde ich gerne noch essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Heimat. Das war mir alles schon wieder zu viel Action direkt am Anfang dieser Folge. Ja, vom völlig unvorbereitet reinzugehen, ist glaube ich nicht das Klügste, oder? Ja, wir wollten ja ursprünglich... Was wollten wir überhaupt? Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken in die Höhle, das weiß ich. Ne, wir wollten glaube ich ein Dorf suchen, oder? Genau, wir wollten eigentlich uns vorbereiten, um in eine Höhle reinzugehen. Und deswegen sind wir da eigentlich reingegangen. Komm, dann gehen wir mal. Hast du eigentlich die Shop-Uhr laufen? Nicht, dass wir wieder 2 Stunden aufnehmen? Nein, aber ich habe auf Uhr geguckt und das ist alles noch im grünen Bereich. Die Folge müsste jetzt fast 15 Minuten gehen. Ich brauche dringend Koffer, weil ich brauche Medizin. Ja. Gehen einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Oh, ein Lurch. Ein paar Äste mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Ding. Ich habe aber Dynamit. Da sind welche. Wo? Rechts von dir. Nein, hau ab, hau ab. Du haust auf jeden Fall ab, weil du hast nicht mehr viel Energie. Wenn aufs freie Feld hier. Das sind voll viele Mine, komm. Oh. Sie rennen mir nach. Sie wollen mich töten. Hör auf, lass mich in Ruhe. Oh, ist schwer so kalt hier, so eisig. Rein. Völlig angespannt. Ich mach hier unterwegs noch euer Effigy kaputt. Das gönne ich mir noch. Medikit. Boah, wir brauchen jetzt irgendwas. Lauf hinterher, Mine. Der kommt. Der kommt hinter dir. Lass mich. Lass mich. Ey! Er hat sich einfach vor mich gestellt. Jetzt muss ich ihn töten. Pass auf, nicht darunter fallen. Aber er fällt jetzt gleich. Ja. Ja, na, genau. Und ich fall, oder was? Ja, genau, ey. Der ist voll stark, der Penner. Ich brauche neue Waffen. Gott. Ey, ja, er wurde jetzt aufgespießt, weißt du, von allen. Trotzdem lebt er noch, oder was? Was ist das hier, Tentakliges? Einfach nur Holz. Ich und mein Holz. Und ich brauche dringend Ausdauer, bevor ich hier gleich einen Tobsuchtsanfall kriege. Ich brauche Heilung und Wasser und alles. Sexual healing. Das ist ein Vogel, korrekt. Davon hast du ja nicht viel. Warte, hier ist ein Zelt. Vielleicht finden wir hier etwas. Da oben ist auch alles voll von denen, ne? Vor ja, uns. Lass mal hier schlafen. Vor uns ist alles voll. Ey, schnell, geh ins Wasser. Geh ins Wasser, wenn nichts mehr geht. Das Wasser kann dich retten. Mir ist entgegengekommen, Alter. Schnell, du musst schwimmen. Bis du schwimmst. Ich hab also weniger als 0 Leben, ne? Ah nein, und du kriegst jetzt gleich Schaden, Alter, im kalten Wasser. Ja, wir sind tot. Ja, dann schwimm da hinten raus. Ich hab wieder ein bisschen Leben gekriegt. Alter, wie geht das? So richtig am Arsch. Wie geht das? Ich kann nicht mehr, ey. Die verfolgen uns. Hier kommt gleich ein Hai, Alter. Wie kannst du eigentlich ein Feuerzeug im Wasser haben? Ich möchte sagen. Gleich die Tomahawk-Rüstung aus. Magic, komm schnell. Da hinten kommen noch mehr. Wir sind verloren. Wir müssen nach Hause. Lass mich in Ruhe. Was machen die jetzt so Augen auf uns? Weiß ich nicht, die werden jetzt immer brutaler, die werden einfach immer Hä? Was passiert hier? Warum bin ich mit einmal so schnell gewesen? Lauf einfach. Die kommen wieder mit. Ignorier es einfach. Oh, von vorne wieder 2. Schnell wieder ins Wasser. Geh ins Wasser. Nee, ist das eine Scheiße, Alter. Das möchte sich doch keiner angucken, oder vorne? Ist so. Gehört nur Mother Forest dazu. Was ist mit dir? Wieso kannst du hier stehen und ich nicht? Die kommt einfach und haut mich. Er ist vielleicht größer wie du.
Was größer als ich? Guck mal, die stehen einfach im Wasser, ey. Unfair. Die sind aber echt stark, ne? Ich brauche die Kettensäge, ich will die alle zertrennen hier. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Da ist irgendwo unser Zuhause. Ich habe gleich kein Wasser mehr. Wir müssen hier irgendwie hoch. Hier ist alles voll hinter uns. Wir sind tot, Mine. Wir haben keine Ausdauer, nix. Hier, guck mal, hier können wir hoch. Hier ist ein Feuer. Hinter dir, Mine. Hier, guck mal, hier. Geh hier hoch. Komm mit. Ich habe einen Plan. Wenn du da oben Wasser hast, dann ist der Plan gut, Alter. So, warte. Jetzt warte. Guck mal hier. Kreuz, dann will ich mit dem Speer abwerfen. Oh, Tablett, Alter. Auf Silbertablett. Wie du es gewohnt bist, Alter. Ey, Alter. Danke. So, pass auf. Jetzt kommt der nächste Plan. Halte dich fest. Es wird krass. Ich kann den... Ich schmeiß den Speer auf ihn. Oh, was ist das, Alter? Er ist einfach explodiert. Ich frag mich nur, warum hast du das gerade nicht in der Höhle geschmissen? Weil ich... Ich glaube, das hatte ich das noch nicht, oder? Ja, hast du gerade im Wasser gefunden, wa? Das ist alles so traurig. Ja, der Plan ist aufgegangen. Jetzt warten sie da unten auf uns. In der Höhle war ich nicht vorbereitet. So, warte. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Ich bin runtergefallen. Du Idiot! Fuck, bist du tot? Bin tot? Ja. Sie brennen alle! Fuck, ich bin tot. Du ganz hast mich jetzt angezündet, wa? Nein. Die fressen dich höchstens. Alter, ich nein! Ich bin auch tot! Jetzt echt? Ja. Wie scheiße ist es? Sehr scheiße. Wir hätten die ganzen Koffer geöffnet hier, Alter. Ja, die, auf jeden Fall sind da irgendwo unsere, wir sind erst am fünften Tag, Freunde. Ich möchte das nur nochmal sagen. unsere Koffer müssen da irgendwo sein. Jetzt warte eben auf mich, weil ich bin ja jetzt auch hier. Hä, was hab ich denn jetzt wirklich gegeben? Enttäuschend. So, jetzt haben wir keinen Rucksack, gar nichts. Wir müssen jetzt zu unserem Rucksack finden. Wo findet man den? Da, wo wir gestorben sind, oder? Ja. Da hinten sehe ich einen Totenkopf. Da wird es wahrscheinlich sein, ne? Richtig. So, warte, ich komme mit dir. Aber mehr Leben habe ich auch nicht, ey. Patrick! Du alter Forestmensch. Hä? Du siehst aus wie Gronkh. Gronkh? Ja. Beleidige mich nicht. Was jetzt hier? Aber es ist schon mal wieder Tag. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal positiv. War schön, dass ich keine Ausdauer, kein Leben, nichts hab. Sie hat, so hast du die Ausdauer, ja. Und jetzt schüttet es aber noch wieder in Ström. Ich laufe zwischendurch mal langsam, dann laufe ich mal zwischendurch wieder ein bisschen schneller. Ich laufe. Immer so nach Gefühl, würde ich sagen. Und ich habe Schluck auf ein bisschen, weil ich gerade eine Pizza gegessen habe und mir die wieder so reingeschlungen habe. Das ist fast am Hals stecken geblieben. Oder was hast du gegessen? Nein. Salami. Sucuk. 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 Damit ich wollte schon sagen, Essen ohne Knoblauch kennst du doch gar nicht, oder? Nein, weil ich bin das Balkan-Girl. Ja. Für mich zählt nur Knoblauch und alles. Ey, warte mal auf mich. Wenn jetzt irgendeiner kommt, dann bin ich wieder total Ripperino, Alter. Und ganz ehrlich, das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Warum kannst du schneller laufen wie ich? Was ist das wieder für ein Bug? Weil ich hier, weil ich gegessen habe und du wahrscheinlich nicht im Flugzeug. Ey, hier ist unsere Wohnung. Hä, warum hast du denn hier eine pinke Flagge an unserem Einkaufswagen? Was ist das? Aber wir müssen jetzt erstmal zu unserem Rucksack. Ey, waren wir so nah an zu Hause? Unser Zuhause hätte uns auch nicht geholfen, weil wir noch nicht mal eine Tür drin haben. Hör doch mal auf, immer alles so negativ zu sehen, Patrick. Du bist so nass hier, Alter. Ich seh schon, wie er so ausholt. Ich seh schon, wie er einfach nur ausholt. Gut, das wär's bei Tag 5. Ich bin zu Hause, ich seh's, Alter. Da bin, Alter. Die Folge vorbei. Ja, aber hallo. Kannst du auch meinen Rucksack looten? Ja, und ich werde es auch tun. Ja, das ist nämlich der Schlechte. Nein, kann man nicht, leider. Sonst hätte ich getan, du weißt. Hey, okay, PUBG. Das wäre das Erste gewesen, was ich gemacht hätte. Ich muss auch hier unbedingt diese Kräuter und sowas, was hier so auf dem Boden rumliegt, das muss auf jeden Fall auch sammeln. Das ist wichtig, weil das ist sehr wichtig.
Das wurde mir noch nicht mitgeteilt. Welche Kräuter denn? Ja, so alles Mögliche. Gibt so Chicorée. Nur die Pilze nicht, weil die isst du direkt. Chicorée. Ja, wirklich. Nur die Pilze nicht, weil die isst du direkt. Oh, ich habe einen Koffer dabei. Aber alles andere so, das kannst du sammeln. Wir müssen hier sind wieder welche, Mina. Bleib mal, komm mal zu mir. Hier sind mehrere. Ja, leg dich jetzt nicht mit denen an. Wenn du jetzt stirbst, dann ist vorbei. Ja, ich kann komm. Nicht weglaufen. Komm. Wie, dann ist vorbei. Ja, wenn du jetzt nochmal stirbst, dann ist dein Lehrer-Rucksack dein jetziger Rucksack. Schön, dass du mir die Information immer sehr früh mitteilst. Also dann ist vorbei einfach. Wenn du es jetzt verkackst, ist einfach vorbei. Deswegen müssen wir es jetzt schaffen. Ist noch hinter mir. Ja, da warte doch einfach mal. Boah, ey. 20. Mal. Weil du wieder nicht gefressen hast, ist das jetzt mein Problem. Ganz ehrlich. Gleich kriegst du wieder eine Axt vom Kopf. Komm, wir gehen spazieren, ey. Der Patrick ja, das so kennt. Ja, ich muss leider. Glaub mir, ich will gerne rennen. Patrick, so richtig dein Lieblings... diese Schnauze. Ich schwöre es dir. So richtig dein Lieblingsspiel, oder? Ey, ich komm nicht lieber Ben und Ed zocken. Der Ben und Ed fucking Friday. Arschball möchte ich wieder vor mir haben. Ey, ihr müsst unbedingt Ben und Ed gucken, falls ihr Ben und Ed noch nicht gesehen habt. Guckt euch an. Es ist alter ey. Unterhaltung vom Allerfeinsten, möchte ich sagen. Möchte ja sagen. Würde ich nicht selber drin mitspielen, würde ich mich kaputt lachen. Aber ich lache mich auch über mich selber kaputt. Ich über eigene Witze lachen. Ich habe mich auch trotzdem kaputt gelacht. Ich auch. Ich lache auch immer über meine eigenen Witze. Da ist es! Da liegt sogar noch der Tote, den ich habe zurückgelassen. Ach, schön, mein Rucksack. Und meine Wäsche. Schönes Gefühl. Meine Wäsche. Ah, endlich wieder alles. Herrlich. Ach. Ich fühle mich direkt wieder besser, ey. Jetzt guck mal eben auf die Uhr. Ich habe immer noch nichts zu trinken. So ein paar Minütchen können wir noch. Ist immer noch nichts zu trinken? Nee. Patrick. Ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen was aufsammeln. Warte. Wo ist das Tablett? Danke. Warte. Ich habe hier noch was für dich. Ach, scheiße. Wo sind die Outfits? Dankeschön. Bitte. Haben Sie noch einen Tomatensaft für mich? Einfach mal so ein Knoppers. Outfit, da. Wolfs T-Shirt, Hund, Khaki Jeans? Wo ach, siehst du und. Das Hund. Hund. Ein Hunde-Outfit, bitte. Guck mal, was habe ich jetzt an? Ein Totenkopf-T-Shirt. Das finde ich oder nicht nee, ein Wolf! Ein Wolf mit einer Erde dahinter. Ganz schön abgespaced. Wo sind denn meine anderen Outfits? Habe ich die jetzt verloren? Das ist traurig. Rucksack. Da ehrlich, dann nehme ich lieber meine Stewardessen-Uniform wieder. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Damit wir da Medizin hast du auch nicht mehr, ne? Damit wir da wenigstens ankommen. Medizin habe ich ein Döschen. Hast du noch Heilung? Nee, nix. Tablett, bitte? Ich komme so richtig behindert vor. So, los geht's. Erstmal ab nach Hause. Sollen wir nicht erstmal jetzt ein Dorf suchen? Trautes Heim, Glück allein. Ja, können wir auch. Ich weiß nicht, ob ich das... ein Dorf suchen? Lass ein bisschen looten, weil ich habe keine Medizin, nix. Ja, das stimmt. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Das wäre vielleicht schlauer, ne? Weh? Auch so schön, wenn man länger als 1 Meter schnell laufen kann. Schön, ne? Ein Gefühl von Freiheit auch irgendwo. Die Dinger hier, die musst du immer kaputt machen, wenn du die siehst. Okay. Das sind nämlich so Effigies. Also so Totems. Die bauen die, um ein... wie heißt das? Example zu statuieren. Wir machen es kaputt. Wollen wir uns hier etwa unterdrücken? Ich glaube, ja. Da sind sie. Oh, und die hacken beide auf mich. Weil die doof sind. Hör. Ich komm mich um die Alte. Nein! Was hat er denn für einen Stock? Er hat einen Stock dabei! Ich hab ihn. Mann, mit uns so auf dem Kopf, Alter. Er hat einfach einen Stock dabei, ey. Was ist denn mit ihm los? Vor uns sind wieder welche. Wo? Jetzt hab ich nicht mehr viel Ausdauer hier, ey. Es sind auch schon wieder viel zu viele. Hier ist ein Dorf! Da war gerade einer, Mina, pass auf. Lass zusammenbleiben. Ganz ehrlich, ich komme jetzt in sein Dorf. Der scheiß Hase läuft da, und Alter. Brenne es nieder.
Also lass zusammen. Er rennt. Ich hoffe, hier gibt es irgendwas für uns. Warte, hier. Ha! Übelste Erlegerpie. Hallo! Hey, du stürzt dich da direkt drauf. Ja, das ist ja das Hammerdorf, ey. Da gibt es ja richtig viel zu holen. Ey. Leck mich am Arsch. Rollboard, Alter. Aber hier sind Seile an der Decke. Guck, da können wir uns direkt einen Strick nehmen. Das ist doch schön. Und nicht mal in den Zelten ist was drin. Also ganz ehrlich, kein Wunder, dass es hier verlassen ist, das Scheißdorf. Hier ist auch nichts. Nee. Da fliegt ein Koffer einfach mal durch die Gegend. Das ist auch ziemlich gruselig. Warum ist denn hier nirgendwo etwas? Waren wir schon etwa hier? Nein. So weit waren wir noch nicht. So weit. 20 Meter von unserem Haus. Pass auf, da unten steht einer. Komm, lass ihn wegmachen. Ich möchte ein bisschen töten. Warte mal, ist das überhaupt. Warte mal, ist das überhaupt. Der pennt. Guck mal, wie der da hängt. Ja. Ich mit mir, Junge. Den überraschen wir jetzt. Guck mal, wie er da. Ja, da bist du nach geworden. Ja. Hier, kriegst du einen Stich, du Affenkopf. Ja. Das ist der Häuptling, Alter. Da ist noch einer. Deine scheiß CDs als Panzer auch nicht. Eine nackte! Und ich mag nackte Frauen nicht! Keine Brüste auf meinem Kanal! Strand, Alter. Genau! Ist die angezogen. Hier wird sich angezogen. Tot. So, wo sind sie? Komm, schreit, kommt! Mein Gott, jetzt bin ich auch im Kill-Modus hier, ey. Vogel gekillt, alles gekillt. Monster. Godlike. Finishing! Nee. Ultra Kill! Hauptsache Mama Monster Kill! Und dann einfach nur Godlike! Und ohne Scheiß, du hast dich auch gefühlt wie Godlike einfach. Wer kennt es noch? Ja, ich erkennt es noch. Wow! Was ein toller See! Wirklich! Schön hier. Hallo? Das ist eine Schildkröte. Achso, ich dachte, du redest nicht mehr mit mir. Doch, ich rede mit dir. Ich bin aber wieder. Ich sitze hier auch schon wieder völlig verkrampft, mit den Schultern so hochgezogen, weil ich mit Günther so denke, Scheiße. Ich muss mich konzentrieren. Hast du mit Facecam noch, oder? Ja, leider mit. Das ist das Schlimme daran. Ey, da sitzt du wieder, Alter. Ich bin voll verkrampft. Der Glück von Notre Dame, ist so. So, jetzt setze ich mich ganz locker hin. Und spiele mein Spiel. Was ist das denn hier eigentlich, Mina? Das sind irgendwelche komischen Dinge. Du musst aufpassen, hier gibt es übrigens auch Krokodile. Und die sind auch sehr gefährlich, ja. Aber so ein Krokokopf wäre schon was Schönes für uns. Echt, das möchte ich auch draußen an unserem Haus haben. Dann können wir sagen, der Krokodog. Hä, komme ich hier irgendwie hoch? Der Krokodog? Willst du denn die Zähne ziehen, oder? Entschuldigung, warum komme ich hier nicht rein? Ah. Was ist das Komisches? Raus aus meinem Haus! Was soll das werden? Ein Bötchen? Nee, hier kannst du direkt runterrutschen. Guck mal, hier muss ich sogar eher an den engsten Stelle, Alter, muss ich nur noch vordrängeln. Ja, ey, ganz ehrlich, war ich zuerst in dem Haus oder du? Hier sind Koffer! Juhu! Medizin! Ey. Er will immer trinken. Ah, ich hab Wasser getrunken. Scheiße. Vergiftet. Ey, da war nicht eine Medizin. Aber hier sind blaue Beeren, die kann man essen, Patrick. Gönn dir, solange du noch umsonst Essen bekommst. Echt? Das war schon wieder ein Koffer, drei Koffer. Wirklich jetzt? Guck mal, jetzt hat sie mich wieder abgelenkt mit dem Essen, damit sie wieder die Kofferchen öffnen kann. Ey, hier ist ein Kroko! Lass es töten! Wo ist es denn? Es greift mich an! Nein, ist bei mir! Nee, sie sind richtig gefährlich, die Viecher. Ja, Patrick ist gut, es ist tot. Mein Gott. Kannst du Patrick sagen. Pass auf, hinter dir! Ein Krokodil! Was? Hinter dir ist noch eins. Wie kann ich den scheiß Kopf loswerden? Da. Die machen gar nichts, die Viecher. Doch, die sind gefährlich. Wir machen die nur übelst fertig. Ganz ehrlich, ich gönne mir erstmal Krokohaut, damit ich eine schöne Handtasche hier habe. Ich brauche erstmal schöne Lacoste-Täschchen. Ist so. Aus Original? Da ist einer hinter uns, Mina. Wo? Da! Er hat eine Keule dabei! Und ganz ehrlich, das dulde ich nicht!
Weg! Eine Chance hat er doch nicht. Guck mal, er rennt weg. Er rennt einfach weg. Er hat einfach Angst. Ach so, du hast, bei dir ist auch einer, oder was? Ja. Aber jetzt kommt ein anderer auf mich zugerannt. Der rennt an mir vorbei. Er ist Usain Bolt. Ich habe hier gerade einen im Griff. Ist überhaupt kein Problem für mich. Ich werde ihn umbringen. Er stirbt. Ja, ich hatte hier aber noch einen, aber der ist abgehauen. Der ist einfach weggerannt. Ja, der war bei mir. Ich habe einen auch einen getötet. Ja, hier ist auch voll schön zu wohnen, oder? Ja. Aber die Krokodile sind ein bisschen belastend, ne? Ja, die Krokodile sind wirklich belastend, das stimmt. Und hier sind auch überall so Beeren und so. Es ist einfach toll. Ich bin gesättigt, ich bin gedürstet. Ich bin einfach alles. Ich bringe kleine süße Vögelchen um, die sich nicht töten lassen, weil das wieder irgendein Bug ist, Alter. Tweety. Tweety. Aber guck mal, die haben sich hier so eine richtig lustige Rutsche eigentlich gebaut. Das ist voll die Idee. Da ist auch noch ein Koffer. Aquamagus-Plättenbärchen, Alter. Ja. Ist das hier so, quasi? So ist es entstanden, Alter. Das war die Idee von The Forest. So, ich mach jetzt erstmal die ganzen Scheiß-Köpfe hier weg, die so aufhängen. Ich mach jetzt erstmal hier die ganzen Koffer auf. Warum? Wo siehst du denn Koffer, Alter? Ich seh nicht einen Koffer. Hier sind auch noch Koffer gewesen. Und da unten sind auf jeden Fall auch noch Koffer, glaube ich. Also hier, ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal. Weil wir sind schon wieder über der normalen ursprünglichen Let's Play-Zeit drüber und das dulde ich nicht. Wie lange läuft das denn schon wieder hier? Das läuft jetzt schon wieder 2-3 Jahre. keine Ahnung, es läuft auf jeden Fall schon wieder ein paar Minütchen. Also wir sind so bei... Weiß ich gar nicht, kann es schlecht einschätzen. Wo bist du eigentlich? Hier, also halbe Stunde haben wir auf jeden Fall. Ah, da. Hi! Juhu! Aber hier regnet es viel, oder? In letzter Zeit. Ja, Regenwald. So, ich würde sagen, wir machen hier direkt unseren Shelter, dann können wir nämlich von hier aus direkt wieder losstarten. In der nächsten Folge. Und hier ist auch ein schöner Place to be, wie ich finde. Hör mal, sind so wunderbar. Wollte ich gerade sagen. Ich esse hier nochmal eben ein paar schöne Gürkchen. Dann würde ich sagen, speichern wir mal eben. Zack. Hab ich auch. So, liebe Freunde, das war's wieder für diese Forest-Folge. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Ich fand die Folge sehr... Boah, Alter. Krass. Wo ist mein Sperrmine? Ja, der steckt wahrscheinlich in mir drin, Alter. Scheiße, wo ist mein Speer hier? Wo ist meiner? Ja, scheiße. Jetzt hast du keinen mehr. Scheiße, ne? Das Spiel ist einfach verbuggt. Oh. Fuck. Hallo! Scheiße, nein, da ist ein See! Nein, ich hab meinen See in den Speer geworfen. Ich glaube, ich hab meinen Speer in den See geworfen. Fuck. Da steckt er. Hör mal, ich bin so ein Sucher. Ich finde den sogar im See wieder, ey. Alter, Belli, ich bin's einfach. Was im Universum ist mein Speer geflogen? Ja, das weiß ich nicht. Das frag ich dich. Der ist in mir drin. Ich habe ihn aufgenommen. Können wir jetzt bitte die Folge beenden? Ich habe meinen Speer nicht. Also doch, ich habe Speicher mit Speer. Top. Ach, jetzt kommen sie schon wieder, ey. Muss ich mich mal eben hier oben hinstellen, damit ich Tschüss sagen kann. So, liebe Freunde. Hinter dir. Hey, was ist mit dir, Alter? Mein Gott, Junge. Immer vor Breakdance. Ist so. Ha, auf damit, mein Outro zu unterbrechen. So, also, liebe Freunde, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns nächsten Freitag schon wieder oder in einem anderen Let's Play am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch gerne. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Möchtest du auch noch was sagen, Patrick? Hoch die Hände. Wochenende. Hey, 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 hey. Tschüss.